Unter dem Terminal 2 am Frankfurter Flughafen vermutet man vieles, aber ein kleines kurioses Museum eher nicht. Hier unten lagern die Schätze, die Hector Cabezas, ein ehemaliger Pilot und Frachtleiter, in mehr als 70 Jahren zusammengetragen hat. Hier findet man alles, was auch nur im Entferntesten mit der Luftfahrt zu tun hat. Das beeindruckende Lebenswerk eines außergewöhnlichen Mannes. Das Flugzeugmodell von Jimex legendärem Zebra-Flugzeug bekam Hector Cabezas bei einer Auktion am Frankfurter Zoo. Da war eine Auktion am Zoo, habe ich gekauft, haben wir das gemacht. Da Foto dann. Ja. Er hat irgendwann gesagt, ich flog mit meinem Sohn über endlosen Savannen, hat er immer gesehen. Ja, ja, der sie. Und dann haben wir auch nicht nur Airline, Ölgesellschaften, Banken, die haben auch ein Flugzeug für den Manager, Burda, der Papst, auch hier habe ich hier, sehen Sie, Playboy und alle diese Sachen habe ich im Leben, ja. Sehen Sie, Herr Sie von dem Papst, ja, wir haben das geschrieben und hat er uns gesehen, das sind die Blätter von den Helikoptern, ja, so alte Panama, alte TWA. Seine große Sammelleidenschaft und das daraus entstandene Archiv brachten ihm 1992 einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Aber da Sekretär von Airlines, ganze Menge. Und ich kenne die Präsidentin. Und gucken Sie mal, was sie hier veröffentlicht hat. Ja. Karin Redl, Präsidentin des Zuckersammlerclub Deutschland, schickte Cabezas ein Bild von verschiedenen Zuckerwürfeln von Airlines aus aller Welt. Sehen Sie, kleine Miniaturen. Spielzeuge zum Thema Luftfahrt, ja. Das sehen Sie auch hier. Das. Und die Kinder, die kommen immer, sie konzentrieren sich um diese Sache, ja. Ja. Der Mickey Mouse als Pilot und so, ja. Postkarten sind fast 25.000 ungefähr. Alphabetisch, hier geografisch und alphabetisch, ja. Und hier habe ich alte Flugpläne noch gehabt, ja. Also weltweit. Daneben besitzt er auch viele zum Teil historische Flugpläne, von denen uns stolz einige zeigt. Selbst Hollywood leistete seinen Beitrag zu Hector Cabezas Sammlung. Von Hollywood habe ich auch so, ja. Von dieser Film von Air America. Ich habe ihn geschrieben, hat mir das Emblem geschickt. Ja. Und dann sehen Sie. Und dann in einem Reisebüro habe ich dieses große Plakat gesehen. Sie. Sehen Sie das Emblem hier? Da habe ich das natürlich verkleinert. Das, ja. Habe ich gesehen, habe mir geschickt. Und dann hat er Air America gefilmt, hat mir auch geschickt. Ja. Und ein Ding und ein Foto von und Information. Ja, ja. Das hat er diese Air America, ja, gefilmt. Hat er mir auch von Hollywood geschickt. Ja. Und hier ist, wie Ihnen gesagt habe, hier ist Porzellan, ja. Auch Geschirr und Porzellan ziert seine Sammlung. Von Bierkrügen über einfache Tassen bis hin zu einem ganzen Service besitzt er verschiedene Stücke von unterschiedlichen Airlines. Neben Pilotenabzeichen machen auch Uniformen der Fluggesellschaften einen großen Teil seiner Sammlung aus. Auch von Airlines, sehen Sie, und neue Uniformen, ja. Das ist von Katar, neue Uniform. Das ist von Transaero Russland, habe ich jetzt neu bekommen. Aber von diesen haben wir fast 400 Uniformen. Sehen Sie, hier werden die Puppen gekleidet, ja? Sehen Sie? Das ist Condor 1955. Das ist eine deutsche Charter Aeroloy in den 70er Jahren. Das ist Korean Airline. Der andere ist das Jackett für die Demonstrationsflüge von der Airbus. Das ist Flugingenieur von der Pan America 1949. Das ist Lufthansa 1970 und das ist Iberia 1970 auch. Ja. Diese Uniform habe ich in England bekommen. Das ist von der Royal Flying Corps. Der Royal Flying Corps war der Vorgänger von der Royal Air Force, von der RAF. Und die sind die Leute, die im Ersten Weltkrieg hier, wissen Sie, als Engländer gegen die Deutschen gekämpft haben. Und der Mann, dass der Rote Baron abgeschossen hat, da gehörte er zu der Royal Flying Corps. Und da waren die Uniformen, das ist original, ja. Ebenfalls besitzt sein Luftfahrtarchiv eine große Bibliothek, die auch Schriftsteller und andere Geisteswissenschaftler für ihre Arbeiten konsultieren. In diesem Schrank habe ich hier eine Sammlung von
Weltzeitungen, viele Artikel auch über Luftfahrt, ja. Seit Anfang des vorigen Jahrhunderts habe ich, und er macht mir das, er ist der große Spezialist. Ich habe so mal Zeitungen hier, sogar zum Beispiel die Frankfurter Rundschau hier, Nummer 1. Ja. Und dann die Evolution der Frankfurter Rundschau, Burda und Spiegel und alle diese Sachen habe ich. Sehen Sie, dann sind die alten Plakate so. Das ist die erste Schreibmaschine vom Flughafen Frankfurt 1949 und funktioniert. Noch ist Hector Cabezas nicht fertig. Seine Sammlung wächst zusehends und auch in den ihm zugewiesenen Räumen unter Terminal 2 wird es langsam eng. Aber er ist zuversichtlich, noch mehr Räume zu bekommen. Wer interessiert ist, kann sich unter hectorcabezas-aviatik informieren.